schöne Grüße aus Las Vegas. 85 Leute, wir müssen bis 100 Leute warten. 88. Vorher fangen wir nicht an. 89, 94. Es schleift, es geht runter. 92. Das wird ein langer Stream. Hallo, liebe Grüße aus Linz. Schöne Grüße zurück nach Linz. 95. Zürich lässt grüßen. Schöne Grüße nach Zürich. 100, nee, 97. Es geht wieder runter. 99. Jetzt einer. 96. So. Es geht Mountain Down. 101. Herzlich willkommen. Schönen Gruß aus Las Vegas. Heute machen wir einen Stream von einem günstigen Hotel. Ich habe dieses Hotel schon eine ganze Weile auf dem Schirm, weil ich habe hier selber früher mal gewohnt. Ich bin selber früher nach Las Vegas geflogen, so Lidl-Reisen. Und da war es noch richtig günstig gewesen. 599 Euro, eine Woche Las Vegas mit Hotel, Flug. War noch ein Mietwagen dabei? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, der Mietwagen war nicht dabei. Aber ich habe dieses Hotel, ehrlich gesagt, nicht so dolle in Erinnerung. Aber ich habe Kunden gehabt, oder ich habe Kunden, die sind jetzt mittlerweile noch hier, die müssen heute auschecken um 11 Uhr. Deswegen stehen wir auch direkt am Zimmer, bevor die Reinigungskraft kommt. Die checken heute aus und die haben hier gewohnt und ich habe gesagt, naja, wenn ihr da wohnt, weiß ich nicht, ob das so unbedingt so toll ist. Und dann haben die mir ein Video zugesendet, wie es hier aussieht. Mega. Deswegen dachte ich mir einfach, ich stelle euch das Hotel vor. Es ist hier günstig zu wohnen, gerade bei den Las Vegas Preisen, die wir jetzt hier haben. Und aus diesem Grund legen wir hier los. Also dieses Hotel nennt sich Mardi Gras. Ich zeige euch gleich im Prospekt, wie das aussieht. Wir laufen auch nach vorne zur Lobby und zur Hauptstraße. Es ist nicht direkt am Las Vegas Boulevard. Es ist eine Parallelstraße vom Las Vegas Boulevard auf der Paradise Road. Und zwar genau hinter dem Wynn und Encore Hotel und hinter dem Venedig und Palazzo Hotel. So, da macht jemand wieder böse Smileys, da kriegt derjenige seine Aufmerksamkeit, da freuen wir uns doch alle. Sehr schön. Alles richtig gemacht. Sehr schön. So, passt auf, wir sind jetzt erstmal auf den Innenhof. Auf dem Innenhof, der ist eigentlich cool gemacht, ihr habt da auch einen Pool. Hier könnt ihr, wenn ihr wollt, sitzen. Es sieht auch alles ordentlich gepflegt aus. Und es soll ja auch sauber sein. Die Wiese ist ordentlich gemäht, es liegt kein Müll rum. Auch hier an den Wänden kein Schmutz, alles in Ordnung. Und wir gehen jetzt rein ins Zimmer Nummer 1174. Damit ihr gleich wisst, wie teuer so ein Zimmer ist. Die beiden haben bezahlt für 3 Nächte 267 Dollar oder sowas in dem Dreh. Da kommt noch Resort-Fee dazu, 15 Dollar einmalig oder 17 Dollar. Also für unter 300 Dollar kann man hier sozusagen wohnen. Du hast ein Sofa. So sieht das Bett aus. Du hast hier, ja, ich sag mal nicht unbedingt eine Küchenzeile. Da fehlen die Küchengeräte. Aber wenn du jetzt irgendwas hast, hier einen Toaster oder Sandwichmaker, dann kannst du das hier auch machen. Taschchen. Waschbecken. Und so sieht die Nasszelle aus. Wie gesagt, nichts Besonderes. Nicht, dass man jetzt sagt, eben Cosmopolitan oder sonst wie. Aber dafür kostet die Nummer auch unter 100 Dollar die Nacht. Und das zur jetzigen Zeit, wo Las Vegas schweineteuer ist. Also für einfach übernachten reicht das, denke ich mal, aus. Oh, hier habt ihr noch einen Kühlschrank. Sorry, den habe ich noch gar nicht gezeigt. Da. Schlechte Verbindung. Ich glaube, wir müssen aus dem Zimmer gehen. Wir haben hier schlechte Handyverbindung. So, Fernseher ist auch mit dabei. Könnt ihr also Fernsehen gucken. Zum Schlafen reicht das völlig aus. Genau, zum Schlafen reicht das völlig aus. Ihr habt jetzt natürlich keinen super Blick auf die Bellagio Fountains. Aber, so, jetzt ist das Zimmer zu. Jetzt kommen wir doch nicht mehr rein. Hier könnt ihr gemütlich sitzen abends. Falls ihr wollt. Die hier wohnen, die beiden, die haben mir auch gesagt, hier läuft abends private Security rum. Da oben sind jetzt gerade die Reinigungskräfte unterwegs. Hier links wird schon das Zimmer sauber gemacht. Und die machen täglich das Zimmer sauber. Das ist auch ganz wichtig. In Las Vegas ist es mittlerweile so, dass ganz viele Hotels, dass da die Zimmer nicht sauber gemacht werden, sondern erst, wenn man unten bei der Lobby anruft.
dann kommen die hoch und machen sozusagen das Zimmer sauber. So, und das sind ein paar hundert Zimmer, die sie hier haben. So, dann laufen wir hier mal kurz durch. Ihr habt da auch direkt einen Parkplatz. Wenn ihr also mit dem Mietwagen hier seid, dann könnt ihr hier direkt parken. Genug Parkplätze vorhanden. Und da drüben haben wir gleich das Wynn Hotel. Aber unterschätzt die Entfernung nicht. Also einfach zu Fuß hin, das wird nichts. Da müsst ihr schon ein bisschen laufen. Hab schon Schlimmeres gesehen. Ich habe auch schon Schlimmeres gesehen. Es geht auch schlimmer und teurer in Los Angeles. So, Pool ist auch sauber. Das ist auch wichtig. Manchmal hast du so Poolanlagen, wo das Wasser richtig dreckig ist. Das sieht gut aus. Jetzt gucken wir mal, wo hier die Lobby ist. Ich weiß auch gar nicht, ob wir in der Lobby filmen können. Ich habe keinen Plan. Oder ob das der richtige Weg ist. Da geht es nochmal zu den Autos. Exit. Da müssen wir jetzt mal gucken, ob wir da so einfach filmen können, weil ich glaube, die haben auch Spielautomaten. Die haben ein kleines Casino vorne. Frühstücksbuffet, guck mal. Von 7 Uhr bis 10 Uhr, 11,95 €. Und sieht lecker aus. Können wir da reingehen? Na, die sind, haben jetzt 11 Uhr, 10 Uhr ist vorbei. Nee, ist abgeschlossen, können wir leider nicht reingucken. So sorry. So, ich habe da eine Eismaschine. Auch for free, ist in den USA auch so üblich. Dass wenn ihr euch eine Cola holt und der Kühlschrank voll ist oder ihr wollt ein Getränk mit Eis haben, könnt ihr euch da kostenlos die Eiswürfel nehmen. Ihr habt da denn die ganzen Prospekte, wenn ihr irgendwelche Touren in Las Vegas machen wollt und die nicht auf Deutsch sein soll, dann guckt ihr hier rein und hier gibt es dann Discounts. Zum Beispiel könnt ihr hier auf dem Lake Mead mit dem Raddampfer fahren. Oder High Roller, Riesenrad. Was haben wir hier noch? Kamelsafari. Na, wo soll die denn sein? Das wüsste ich ja wohl. Das haben wir überhaupt gar nichts. Eine Kamel-Dings. So, was haben wir hier? Discount Rio, irgendeine Show. $4 off. Paramp. Visitor Guide. Hier, nehmt euch noch so ein Heft mit. Da ist meistens auch noch eine Karte von Las Vegas mit bei. Alles for free. So, dann gucken wir mal. Ah, hier geht das Casino los. Hier werden wir wahrscheinlich Probleme haben, wenn wir filmen. Da habt ihr die Rezeption. Und hier habt ihr ein ganz kleines Casino mit Spielautomaten. Aber wir laufen mal außen rum, bevor es hier Stress gibt. Weil man darf ja in einem Casino nicht filmen. Deswegen gucken wir mal, ob wir hier durchkommen. Ob wir hier rauskommen? Nö, hier geht's nicht weiter. Dann laufen wir hier den Außengang lang. Einfach ignorieren. Ja, jetzt hat die Person eine Weile Ruhe gegeben mit den bösen Smileys, hat mir dann auch geschrieben, René, also müsst ihr euch mal vorstellen. Wir können ja mal kurz drauf eingehen, dann hat die Person ihre Aufmerksamkeit. Da gibt es wirklich eine Person, die böse Smileys macht und sagt, Mensch René, du bist aber böse und so weiter. Und die sagt dann schon immer, ja, dann erzähl doch mal, was ist denn jetzt Fakt? Ja, ich entschuldige mich, ich höre jetzt damit auf. Es war jetzt wirklich nicht böse gemeint. Und der andere Name, das war ich nicht und das war ich doch und es tut mir leid, ich habe jetzt selber eingesehen, es macht keinen Sinn. Da habe ich gesagt, ja, dann ist gut. Jetzt geht's wieder los. Also was da im Kopf abgeht, also es kann einem wirklich nur noch leid tun.
Aber es ist halt so, manche haben halt das Problem zwischen den Ohren und es wird auch nicht besser. Und wahrscheinlich ist wirklich das Beste, noch nicht mal antworten, also selbst ich sollte nicht antworten, noch nicht mal, wenn die Person lieb schreibt, so nach dem Motto, oh, tut mir leid. Eigentlich müsstest du sagen, gar nichts sagen, sofort blocken. Aber so eine Leute brauchen Aufmerksamkeit. Die Person sitzt jetzt irgendwo wahrscheinlich in Berlin, Neukölln, in einer Einzimmerwohnung auf dem Hinterhof, nichts zu fressen auf dem Tisch, deprimiert, weil alles scheiße läuft im Leben, und guckt denn, was man jetzt anstellen kann, um andere zu ärgern. Aber das ist okay, wir lassen uns doch nicht ärgern. Guck mal, wir sind 152 Zuschauer. So, 151 davon haben ihren Spaß. Ich zeige euch ein bisschen was von Las Vegas. Und eine Person ist dabei, die ein Problem zwischen den Ohren hat. Ist doch nett. Muss doch auch mal sein. So schlimm ist es mit dem Eis, bla bla bla. Kühlen, denke ich. Hat Langeweile oder eher, wie gesagt, das Problem. Aber das ist okay, manche haben halt ein Problem. So, so viel dazu. Jetzt hat die Person ihre Aufmerksamkeit gehabt und dann läuft's. Und dann wird die Person mich nachher anschreiben und sagen, René, wie kannst du so über mich reden? Ja, ganz einfach, weil du ein Klopskopf bist. Aber dadurch lassen wir uns doch nicht den Stream kaputt machen. Oh, da oben ist die Monorail. Auch ganz wichtig, zu der können wir auch gleich kommen. Wo haben wir denn hier? Da kommen wir nicht durch, also laufen wir zur Straße. Wir müssen nur sehen, dass wir nicht so viel in der Sonne sind, weil das hier eine Schweinehitze ist in Vegas. Nächste Woche jeden Tag über 40 Grad. Hier vorne haben wir die Hauptstraße, das ist die Paradise Road. Und hier oben fährt die Monorail lang. Die Monorail ist ja die Bahn, die jetzt gerade da oben, die wir gerade gesehen haben, die fährt hinten vom MGM Grand bis vorne hin zum Sahara Hotel, was vor dem Stratosphere Tower ist. Und hier nebenan ist direkt das Convention Center, wenn ihr mal zur Messe hier seid. Und wenn ihr zum Las Vegas Boulevard laufen wollt, was ich jetzt nicht unbedingt empfehle, denn nach da und nach links, weil hier ist der große Golfplatz vom Wynn Hotel, hier kommt ihr sozusagen nicht durch. Wie das Hotel von draußen aussieht, seht ihr hier. Mardi Gras, Hausnummer 3500. Paradise Road. Und das Ganze ohne irgendeinen Couponcode, Rabattcode. Einfach auf die Seite gehen, guckt auf irgendeine Internetplattform. Sei es TripAdvisor. Expedia würde ich jetzt nicht unbedingt buchen. Mensch, guck mal, die Werbung hier oben. Wenn jemand von euch mal hier im Urlaub ist, von der männlichen Gattung und hat Probleme mit seinem Allerbesten, dann kannst du diese Nummer anrufen. Und dann ist es therapierbar heute. Lassen wir mal so stehen, oder? Gott, Leute, ich war hier vor 15 Jahren mal Gast gewesen in diesem Hotel. So lange ist das Ganze schon her. Hallo vom Krankenbett, hab Hexenschuss. Na denn, gute Besserung. Ist ja nicht so schön mit so einem Hexenschuss. So, dann haben wir noch die Homepage. Ihr könnt direkt buchen. Wir machen jetzt mal richtig Werbung für dieses Hotel. Macht euch einen Screenshot. MardiGrasIn.com. Im Übrigen wohnen hier auch tatsächlich viele Deutsche. Gerade die so über Lidl reisen, Aldi reisen, Sonnenklar TV. Das ist natürlich klar, weil die Reisen sind natürlich deutlich günstiger wie woanders. Da kann man nicht unbedingt den besten Standard erwarten, was ja auch nicht schlimm ist. Und dann wohnt man in so einem Hotel. Und wenn man es wirklich nur zum Schlafen braucht, optimal. Du kannst natürlich jetzt auch im Cosmopolitan, kannst du auch wohnen und zahlst $450 die Nacht. Oder du gehst ins Mandalay Bay, Delano, zahlst $250 die Nacht, was du hier für 3 Nächte machst. Warum kein Expedia? Weil Expedia meiner Meinung nach, na was heißt meiner Meinung? Meine persönliche Erfahrung war, Expedia fälscht Bewertungen oder lässt es zu, dass Hotelbewertungen gefälscht werden. Und wenn man sich darauf verlässt und man bucht dort ein Hotelzimmer und das ist dann tatsächlich nicht so wie in der Beschreibung, sondern eigentlich viel, viel schlimmer und man beschäftigt sich da ein bisschen mehr, wie gesagt, aus eigener Erfahrung, und du schreibst den Expedia an und du machst sie darauf aufmerksam, dass die Bewertung gefälscht ist, weil es ein gewisses Muster gibt und du wirst ignoriert oder es wird so getan, nee, das ist nicht so.
Und du kannst das aber stichhaltig beweisen, denn weiß ich, dass Expedia sozusagen Betrugsbewertungen wissentlich unterstützt. Und aus diesem Grund wurde da nicht mehr gebucht. Das ist aber nur meine persönliche Meinung. Es kann auch sein, dass jemand ganz tolle Erfahrungen mit Expedia hat, das ist schön. Ich habe keine schlechten Erfahrungen, ich habe keine guten Erfahrungen mit Expedia. Deswegen bekommt Expedia von mir keinerlei Buchungen. Selbst wenn das Hotelzimmer oder die Attraktion, die ich buchen möchte, über diese Plattform günstiger wäre wie woanders. Aus Prinzip wird dort nicht gebucht. Das ist so einer meiner Schwächen. Wenn man mich einmal verarscht hat mit irgendwas oder mich ärgert, wie auch immer, bin ich in 99% der Fälle konsequent. Genauso gibt es Booking.com. Ich arbeite auch nicht mit Booking.com zusammen. Ich arbeite auch nicht mit Expedia zusammen. Selbst wenn Expedia jetzt ankommen würde und würde sagen, Mensch René, wir wollen deine Touren auf Platz 1 haben. Interessiert mich nicht. Ihr bekommt von mir kein Geld. Da habe ich lieber weniger Geld in der Tasche, anstatt ein Betrugsunternehmen zu unterstützen. Das ist meine persönliche Einstellung. Die muss nicht richtig sein. Für mich selber ist sie richtig. Und ich muss damit selber klarkommen. So. Ja, sie kommt bald wieder. Wurz Malina. Keine Ahnung, wer das war. So, das war es jetzt aber auch schon von dem Hotel. Das ging jetzt schnell, oder? So einen schnellen Stream hatten wir noch nie. Aber wir können noch kurz quatschen, wenn ihr wollt. Weil es gibt jetzt nicht viel zu sehen hier. Ich kann natürlich euch jetzt noch was anderes zeigen. Und da, zwar wird das hier gebaut. Das wird ganz spektakulär werden. Da müssen wir auch mal einen Stream machen. Ich weiß gar nicht, wie das direkt heißt. Irgendwie The Square oder sowas. So in dem Dreh. Das wird eine große Kugel werden. In der Kugel ist ein Theater drin. Und mit einer riesen Bühne und da gibt es eine neue Lautsprechertechnologie drin. Das heißt, du kannst im Theater sitzen und unten links hörst du die Attraktion auf Deutsch, unten rechts auf Chinesisch, oben links auf Spanisch und dann der Rest auf Englisch. Und die sollen sich untereinander nicht stören. Hier oben haben wir wieder die Monorail. So ein bisschen aus wie im Disneyland, die Bahn. René, eine klasse Einstellung, ja. Die Einstellung haben nicht viele, ist ja auch in Ordnung. Viele gucken immer, oder was heißt viele gucken? Anders gesagt, viele Leute vergessen. Und ich vergesse nicht. Das ist der Unterschied. Viele Leute sagen nach ein, zwei Jahren, ach na ja, da war ja damals was. Ach, weißt du was? Aber hier sparen wir 10 Euro, also buchen wir hier drüber. Nein. Gibt es Geschäfte in der Nähe? Nein, es gibt keine Geschäfte in der Nähe. Was kostet die Monorail? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. René Meinhard, welches Hotel kannst du am südlichen Ende empfehlen? South Point, wo wir letzte Woche den Stream gemacht haben. Wenn es ganz südlich sein soll. Ansonsten Luxor Hotel. Ich weiß, auch manche sagen, Luxor Hotel ist ein bisschen abgeranzt. Ich finde es trotzdem geil. René mag es immer ein bisschen assi. So, was haben wir sonst noch zu erzählen? Sonst haben wir eigentlich jetzt nicht viel zu erzählen. Ich wüsste jetzt nicht, was ich euch erzählen soll. Fragt Fragen. Weil das Hotel ist jetzt nicht sehr groß, dass wir durchlaufen können und irgendwelche Attraktionen angucken. Luxor ist haunted, ich weiß. Deswegen ist es ja so toll. Braucht man keine Halloween Horror Night buchen. Was ist mit dem Desert Rose? Desert Rose ist auch in Ordnung, sind auch Apartmentkomplexe und habt ihr eine komplette Küche mit bei. Luxor ist beim nächsten Trip Favorit auf der, okay, super. Die neuen Zimmer im Luxor, ja, es gibt natürlich auch renovierte Zimmer, genauso wie im Excalibur. Da gibt es auch renovierte Zimmer. Und wenn man ein altes Zimmer hat, dann sagen die Leute natürlich, Excalibur war ganz furchtbar. Die, die im renovierten Zimmer sind, sagen, Excalibur, cool. Ich habe mal eine Frage. Na, leg mal los, Cindy. Frag mal deine Frage. Kannst du was zu den Lions Habitat erzählen? Meinst du das in Henderson? Ich war selber noch nie da gewesen. Es soll aber nicht so toll sein. Da werden Löwen gehalten, die also unter nicht so tollen Bedingungen. Ich war aber selber noch nicht da gewesen. Ich kann mir deswegen kein Urteil erlauben. Nur von Leuten, die dort mal waren. Wenn ihr weiße Tiger und Löwen sehen wollt und Delfine, dann geht in den Secret Garden von Siegfried und Roy hinterm Mirage Hotel.
Was hast du die Woche alles so gemacht? Das fragst du mich jetzt, dass ich jetzt im Stream erzähle, was ich so alles gemacht habe, wann ich aufgestanden bin, wann ich gefrühstückt habe. Ich arbeite sehr viel, machen wir es mal so. Schöne Grüße aus Berlin-Neukölln. Schöne Grüße zurück in meine alte Heimat. Ich habe mal in Berlin-Neukölln gewohnt. Wie ist das Best Western Plus Casino? Cooles Casino, ihr habt gleich ein Outback Steakhouse. Da machen wir auch einer der nächsten Streams drin. Da zeige ich euch ein bisschen Best Western, wo das genau ist, was das kostet, das Outback Steakhouse. Ich kläre das mal ab, ob wir oben im Outback Steakhouse filmen können. Und ihr seid direkt unten am Las Vegas Boulevard und könnt den Vulkan sehen, solange der Vulkan noch vorhanden ist. Deine Top 3 Empfehlungen für günstige Hotels? Mardi Gras, South Point, Luxor. Ich will Glaskugel. Was? Ich weiß Glaskugel und so, aber weißt du, viel weißt? Was? Ich sag ja. Haut hin. Cool, da bist du im September. Sehr schön. Wie lange bist du schon ausgewandert? Lieb gefragt, 2013. Geh auf meine Homepage www.rene-meinert.com. Da steht so ein bisschen was drauf. Übrigens, wenn wir euch abholen für irgendwelche Touren, kommen wir direkt mit dem Tourbus hier vorne an der Lobby an. Das heißt, hier könnt ihr einsteigen und hier geht's dann los zur Tour. Am Donnerstag habe ich eine Tour. 23 Leute Hoover-Staudamm. Ein Reisebus. Wenn jemand in Las Vegas ist und möchte Donnerstag eine Tour mitmachen mit einem schönen, großen, klimatisierten Reisebus, meldet euch, könnt ihr mitkommen, kriegt ihr auch ein bisschen günstiger die Tour. Spike geht's wunderbar. Danke für die Info, bitteschön. Wie geht es Spike? Spike geht's gut, danke der Nachfrage. Rabatt, ah cool, aber nur für Leute, die jetzt am Donnerstag mitkommen. Ansonsten nicht, weil wir eh fahren. Wurde aber ein bisschen abgespeckt die Tour, wir fahren nämlich nicht durch Boulder City durch. Ist der Tunnel schon fertig? Welcher Tunnel denn? Wo geht's als nächstes hin? Eben wurde gefragt, Neon-Museum. Neon-Museum muss ich noch anfangen. Habe ich wochenlang, monatelang verpeilt. Müssen wir im Winter machen, sonst ist es zu warm. Wie lange dauert eine Tour zum Staudamm? 3,5 bis 4 Stunden. Liebste Grüße aus Essen. Schöne Grüße zurück nach Essen. Gibt es die Möglichkeit, über dich von Vegas zum Grand Canyon zu fliegen? Selbstverständlich. www.treasuretours.net. Darauf gehen, da gibt es verschiedene Flüge, Hubschrauber, Flugzeuge, alles sowas. Gehst du heute noch ins Casino? Ich muss ins Casino, ich muss ins Cosmopolitan, weil ich habe Freebet und ich muss mir ein paar hundert Dollar abholen. Man muss ja auch mal nehmen können und nicht nur geben. Du musst erstmal sparen, im April war es teuer. Du musst doch nur zum richtigen Zeitpunkt die richtige Taste am richtigen Automaten drücken, dann wird der Urlaub günstig. Schon wieder 145 Dollar, schon wieder 145 Dollar Freebet. Ich könnte sogar noch ins Buffet gratis gehen und 50 Dollar Essensgutschein, aber am Sonntag stehen die ständig an beim Buffet und da habe ich keinen Bock, mich da wie so ein Assi eine halbe Stunde in der Leine in Dings da reinzustellen. Wie sind die Spritpreise in Las Vegas? Wir haben in Deutschland von der Spritpreisbremse ja gar nichts gemerkt, aber dafür habt ihr das 9-Euro-Ticket und ihr könnt alle in der Hand klatschen und durch die ganze Republik mit all den Assis für 9 Euro durchfahren. Spritpreise, wir liegen bei 5 Dollar für eine Gallone momentan. Also für 3,85 Liter zahlen wir momentan 5 Dollar. Oder den Flieger bekommen, dann wäre es auch günstiger gewesen. Habt ihr den Flieger verpasst? Musst du da neu buchen?
Und wo ist mein anderes Handy? Ich muss mal ganz kurz gucken, wie spät das ist. 3 Minuten streamen wir noch. Hast du mitbekommen, was im Sylt los ist? Nee, ich weiß nicht, was auf Sylt los ist. Sind denn eigentlich alle Hotels, Casinos, warte mal, was wurde da geschrieben? Weiterhin? Gibt es Hotels, die weiterhin zu sind? Station Casino, 2 Stück im Norden von Las Vegas. Ja, was jetzt mit dem Stream vom Loop? Ja, da müssen wir warten. Also es wird keinen Stream vom Loop geben, weil wir wahrscheinlich kein Handyempfang haben. Und wir müssen warten, bis in Las Vegas eine Messe ist, damit ich das Auto buchen kann, was durch den Tunnel fährt. Punker-Invasion auf Sylt. Naja, herzlichen Glückwunsch. Naja, ist doch klar, wenn du 9 Euro Bahntickets vertickst, dann ist doch klar, dass du ein gewisses Klientel anziehst. Das ist ja genauso wie in Las Vegas, wo die Pandemie, während der Pandemie haben die ja die Hotelzimmer ganz günstig gemacht und die Leute sind dann nach Las Vegas gekommen, um hier Urlaub zu machen und wir haben eine gewisse Bevölkerungsgruppe nach Las Vegas geholt, die wir nicht unbedingt hier haben wollten und es gab halt jeden Tag Schießereien am Las Vegas Boulevard. Ja, und Malle-Urlauber. So ist das. Vom Flughafen empfiehlst du besser Uber oder ein Taxi oder ist das preislich egal? Die Taxis haben mittlerweile Flatrate vom Flughafen. Zwischen 15 und 25 Dollar zahlt ihr für ein Taxi, je nachdem wo ihr in Las Vegas ist, in 3 Zonen aufgeteilt. Uber empfehle ich auch, aber ihr müsst damit rechnen, wenn ihr Uber und Lyft benutzt, die erhöhen die Preise. Je nachdem, wie viel gerade los ist. Das heißt, wenn jetzt gerade 4 Maschinen landen und die haben wenig Autos, dann sind die Preise teurer wie beim Taxi. Die Smileys nerven, sind am rechten Rand, das wird ignoriert. Haben alle Hotels Buffets wieder offen? Nein, habe nicht. Wir müssen auch noch einen Stream machen vom South Point Hotel, vom Buffet. Das hatte ich euch versprochen. Hallo, wie geht's dem Hals? Was für ein Hals? Hör ich mich so heiser an? Alles in Ordnung. 2 Dollar für Bus zum Strip vom Downtown mit Dings. Ja, ihr könnt natürlich auch mit dem Bus fahren. Aber ob man jetzt unbedingt mit dem Bus vom Flughafen zum Strip-Hotel fahren möchte, nachdem man 12 Stunden geflogen ist, ist halt wieder so eine Geschichte. Ob man jetzt 15 Dollar fürs Taxi ausgibt oder 2 Dollar für ein Busticket, man kann auch laufen, denn es ist noch günstiger. Ihr müsst auch nicht nach Amerika fliegen, ihr könnt auch ein Schlauchboot nehmen. Du bietest ja einiges an Touren an. Welches ist aus deiner Sicht die beste, die man auf jeden Fall machen sollte? Die beste Tour, die man machen sollte, oder die wichtigste Tour, ist die Las Vegas Stadtrundfahrt am allerersten Tag in Las Vegas, damit man weiß, wo man günstig essen gehen kann, was man gratis ansehen kann und so weiter. Das ist meine Empfehlung. Und alles andere ist dann halt, je nachdem, für was man sich interessiert. Ins Death Valley-Tal des Todes oder Area 51, Shooting Ranch. Je nachdem, wie eure Interessen sind. Aber die Stadtrundfahrt am allerersten Tag. Aber auch das muss man nicht machen. Man kann auch selber durch die Stadt laufen. Und wenn man dann Empfehlungen von anderen bekommt, dann hättest du mal die Stadtrundfahrt gemacht, dann machen die Leute die am letzten Tag und dann sagen sie, oh scheiße, hätte ich die mal am ersten Tag gemacht, da hätte ich gewusst, wie ich in Downtown günstig essen gehen kann. So, gucken wir mal auf die Uhr. Haben wir halb? Wir haben schon 1 Minute über halb. Jetzt machen wir Schluss. Kommt dann klimafreundlicher rüber. René, VIP-Tour mit René. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr ein bisschen größeres Portemonnaie habt, könnt ihr eine VIP-Tour machen. Dann habt ihr keine anderen Leute mit dabei. So, den Stream gibt es schon. Silke Quarbeck, hat er schon? Hat er schon. Klingt logisch, wird gemacht, freue mich darauf. So Leute, heute haben wir einen kurzen Stream, 1/2 Stunde. Dankeschön fürs Einschalten. Schöne Grüße nach Deutschland, Österreich, Switzerland. Wir hören uns allerspätestens in einer Woche. Selbe Uhrzeit, 11 Uhr Las Vegas Zeit, 20 Uhr deutscher Zeit. Und dann gucken wir mal, was wir denn für einen Stream machen. Ich plane so grob Best-Western. Wenn wir jetzt schon mal ein günstiges Hotel haben, dann machen wir das gleich in einem Zug durch. Warum nur 2? Mach alle. So, das war's denn, ne? Gut.
Tschüssikowski, bis demnächst in diesem Theater.